Willkommen von der CES 2015, wo wir hier die neue Panasonic WX979 kann man in der Hand haben. In Amerika heißt sie wohl WX970, einfach in Deutschland 79 dann am Ende. Und wie ihr sehen könnt, das ist die erste Camcorder 4K-Kamera von Panasonic. Panasonic ist ein bekannter Kamerahersteller. Ich nehme schon seit ein paar Monaten hier in 4K auf mit meiner Lumix GH4. Da haben sie es zum ersten Mal eingeführt, die 4K-Option. Aber mittlerweile haben wir jetzt hier auch den ersten Camcorder, damit wir zum Beispiel sehen können, 5.1 Audio, den wir hier aufnehmen können. Auch eine NFC-Möglichkeit zum einfachen Verbinden. Hier ist der Zoom, beziehungsweise hier können wir noch auch Fotos machen, wenn wir nicht unbedingt Videos machen wollen. Wir sehen können, wir können hier das Ganze auch locken und anlocken, damit wir hier diesen Plastikteil vorne abnehmen. Da ist eigentlich eher nur zum Schutz von der Linse da und natürlich auch ein bisschen Sonnenschutz. Wir sehen können, haben wir noch einen Camera-Function-Knopf, damit wir hier das Ganze drehen können und drücken können, um uns im Menü zu bewegen. Und hier haben wir einen Hybrid-optischen Bildstabilisator, heißt, ich mache das Ganze mal auf. Dann geht die Linse hier an, beziehungsweise die Kamera an, und wenn ich das Ganze hier bewege, dann sollte ein Bildstabilisator drin sein, der wahrscheinlich nicht ganz so gut funktioniert wie bei Sony, wo sich die ganze Linse noch mitbewegt, aber trotzdem eine schöne Kamera hier von Panasonic, die die Twin-Kamera-Option hier integriert hat, heißt, ich kann die Kamera hier zum Beispiel aufmachen und dann kann ich mich selber filmen und die andere Person auf der anderen Seite filmen, und so kann man dann wunderbar Interviews zum Beispiel aufnehmen hier mit der Panasonic-Kamera und dann hier entsprechend auch den Winkel verändern, je nachdem, wie man das möchte. Wenn man diese zweite Kamera nicht unbedingt braucht, könnt ihr euch auch die WX870 anschauen. Wie ihr sehen könnt, eigentlich genau die gleiche Kamera, nur hat die diesen zweiten Teil hier nicht. Aber ansonsten auch hier mit 4K und HDR-Filmfunktion eingebaut. HDR-Film ist super, weil ihr dann noch schönere Bilder bzw. Motive erreichen könnt ohne viel Know-how. Wie ihr hier sehen könnt, wir haben hier den Stromeingang, um ein bisschen mal den Anschluss weiterzumachen. Hier ist der Kopfhöreranschluss. Ich muss das Mikrofon noch kurz suchen, das werden wir auch irgendwo finden. Hier ist der Schuhadapter. Natürlich, wenn wir keinen Schuh wollen, dann ist das die Kamera hier so ganz praktisch. Aber ansonsten kann man hier dann noch entsprechend ein Mikrofon oder sowas anschließen oben. Und dann haben wir hier natürlich den Akku. Den kann ich mal kurz rausnehmen. Der ist relativ klein, wenn ihr mich fragt. Und zwar hat er nur 7 Wattstunden. Bei meiner GH4 sind es doppelt so viel. Aber kann man natürlich auch größer kaufen. Hier kommt die SD-Karte rein, wo gerade auch eine SD-Karte drin ist. Und wir haben hier auch noch einen Infrarotsensor, damit natürlich auch die Fernbedienung verwendet werden kann. Hier ist kleines Licht drin. Wenn wir das Ganze aufmachen, sehen wir, hier ist unser Mikrofonanschluss, Audio, Video, HDMI, USB. Hier können wir den Schuh rauslassen, wenn er eingehakt ist, und ansonsten natürlich noch ein paar Funktionsknöpfe, damit wir die Kamera noch besser verwenden können. So, die Software habt ihr gerade schon gesehen. Das Ganze ist natürlich hier auch per Touch bedienbar. Und das Display ist auch sehr schön. Und ja, das war es ja auch schon mit dem ersten Hands-on der WX979 Kamera von der CES 2015, die erste 4K-Kamera von Panasonic mit HDR-Filmfunktion auch noch mit dazu. Das Ganze werden wir demnächst hoffentlich auch testen können. Wenn ihr es geschaut habt, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren.